MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ach ja. Ich glaube, der Prozess hat halb so lange gedauert, wie ich jetzt weg war. Wenn nicht noch weniger. So. Wir werden jetzt... Moment, wir grubbern gerade. Es gibt nichts anderes zu tun. Dann werden wir mal nach unseren Hühnern schauen. Wo sind die? Der Hauptstraße entlang. Fahren wir der Hauptstraße entlang. 6.000 irgendwas Euro hat es gebracht, oder? Moment. Kann man hier die Finanzen sehen? Ja, ne? Ja. Achso, ne. Finanzen. Danke. Einnahmen heute. Der Ernte. Insgesamt 15.000 Euro. Ist doch gut. Ist doch alles in Ordnung, oder? Ich meine, manchen Firmen geht es schlechter. Ah, hier können wir das Holz abgeben, sehe ich gerade, ne? Ist das richtig? Ja, das ist ein Sägewerk, oder? Ist das das Sägewerk hier? Holzlager, gut. Da vorne kommt der Shop. Aus dem Shop brauchen wir ja aktuell nichts. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Brauchen wir irgendwas aus dem Shop? Nö, ne? Futtertechnik? Ah. Okay. Ah, das ist ja cool. Damit können wir dann direkt übers Feld fahren und so gesehen lädt er dann alles auf. Coole Sache. Nicht schlecht. Hier müssen wir mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall dann später wieder... ich schätze das Ding hier. Hat am Anfang total ausgereicht, um einfach ein bisschen Kohle zu scheffeln. Weil ich möchte schon wieder in die Forstwirtschaft investieren, einfach aus dem Grund, da kann man echt Geld mitmachen, Leute. Also so richtig viel Geld. Und das Geld können wir wirklich gebrauchen. Weil viel Geld haben wir ja nicht. Wir haben gerade mal 16.800 Euro. Ist jetzt nicht die Welt im Spiel. In echt wäre es schon eine richtig fette Kohle, ne? Hier sind unsere Hühner am Arsch der Welt. Ernsthaft? Das gibt's gar nicht. Der Hammer. Aber wir haben gar keine Hühner, oder? Haben wir Hühner? Nein, wir haben nur einen Hahn. Wir haben gar keine Hühner gekauft. Oh, wie gemein. Gibt's gar nicht. Unfassbar. Verarscht von mir selber. Super, freue ich mich doch. Muss ich nicht mehr von Hühner Hot fahren, sondern kann direkt nach Hot fahren, ne? Doch, wir können was kaufen, wenn es günstig ist. Gülle, Gülle, Gülle. Güllefass. So, dann haben wir nämlich einen höheren Ertrag. Ich sehe nichts. Danke. Sehr schön geworden, das ganze Feld. Super schick. Ja, das müssen wir aber tatsächlich so machen, wegen den Bäumen da vorne.
sehr gut. So. Dann nimm mal schon mal den Ladewagen, den Anhänger hier vorne nicht mit. Lass mal den so lange hier stehen, abgedeckt. So. Und nehmen das Güllefass mit. Das wir ja mit Gülle befüllen können, die wir ja selber auch herstellen, oder? Und ich glaube, was da rauskommt, möchte niemand gerne auf dem Tisch haben. Denke ich mir zumindest mal. Es sieht auf jeden Fall schick aus, so ein Güllefass. Haben wir auch noch nie mitgearbeitet im Übrigen. Wir waren immer der Spritzenfreund, aber die Spritze kostet, Moment, 29.000 Ocken. Dann finde ich doch ein Güllefass von 9.700 Euro vollkommen okay. Das Gerät zuerst auffüllen. Okay. Machen wir. Ja, das sind Arbeiten, die können wir selber machen. Ja, da sehen wir auch unsere Kühe. Schön. Können wir gleich noch eine Kuh auf zwei kaufen, oder? Muss ich gucken, wo ich das nochmal auffüllen kann. Ich glaube, hier vorne an dem Behälter war das. Okay. Ist jetzt nicht die Welt, ne? Sind wir uns ja alle einig. Ah, das Ding kann hier stehen bleiben. Bedeutet also auch, dass wir natürlich mehr Kühe brauchen, ne? Steht ja irgendwo fest. So, den nehmen wir mit. So, Saat wählen nehmen wir... Wartet. Wir nehmen wieder Weizen. Na, stopp. Junge, da fehlt ein Zentimeter. Okay. Damit komme ich klar. Wir können noch nicht perfekt ertragswirtschaftsmäßig arbeiten. Wir können aber dafür sorgen. Boah, eine Kuh kostet 2.500 Ocken, hä? Unfassbar. Boah. Raus hier. So. Wie funktioniert das hier? Geht das denn automatisch? Haben wir automatisch irgendwie Milch? Preise, 40 Cent pro Liter. Oh. Eier bringen ein Stück 11,39 Euro, Leute. Ernsthaft? So viel Geld bringen Eier? Heu 5 Cent. Warum bringen denn Eier 11,39 Euro? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dünger, Saatgut,
Milch 40 Cent. Okay. Wir haben jetzt 11 Hühner, 0 Eier im Bestand, genug. Kuhbestand 2, Produktivität 10%, Güllegrube hat 0 Liter, Misthaufen ist 38. Stroh sind 7204 Liter vorhanden und Milchtank ist 59. Ich glaube, es kommt zwischendurch ein Milchbauer, kann das sein? War das nicht so? Dass zwischendurch ein Milchbauer kam? Ich weiß es nicht mehr. Das ist echt lange her, Leute. Da könnt ihr mich jetzt totschlagen mit. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Der Junge ist fleißig. Sehr gut. Da bin ich jetzt überfragt. Nein, ich weiß es nicht. Egal. Es funktioniert alles ganz gut. So. Wunderbar. Zeitersparnis hoch 10. Ja gut, der ist ein bisschen langsam unterwegs. Aber ist normal. Was soll er denn schneller machen, ne? Wenn wir da so überlegen. Er hier fährt 8 km/h. Ist ja auch nix. Was sind 8 km/h? Ist ja nix. Schrittgeschwindigkeit ist 7. Alle Achtung, ey. So, den Kollegen können wir schon mal hier aus der Garage befreien. Den brauchen wir ja demnächst. Wieder mal als erstes auf dem Feld da vorne. Diesmal bewirtschafte ich beide gleich mit dem Inhalt. So. Sehr gut. Sollen wir mal nach dem Zustand unserer Kühe gucken? Oh. Kühe. Eine, zwei. Sehr schön. Hallo. Ich bin Ranjit. Bah, du Sau. Lecker. Schmeckt es? Ich höre es, hä. Es gibt kein Wesen, was lauter kaut. Keins. Du bist mit Abstand das lauteste kauende Wesen der Welt. Unfassbar. Ach ja. Wow. Cooler Jump, oder? Wow. Und wow. Wow. So, der ist auch fleißig. Alle sind fleißig, außer wir. Wir stehen nun wieder mal nur doof rum. Ich habe aber keine Lust zu grubbern und ich habe keine Lust zu säen. Zu grubbern und zu säen. Beides nicht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Hier beim Landwirtschaftssimulator 2015. Und ich wünsche euch viel Spaß weiterhin. Bis dahin, Leute. Bleibt, wer seid. Danke fürs Zusehen. Und Tschüssikowski, macht's gut.